Diese Pyrit-Pyramide, die gibt mir immer wieder Kraft. Da drin ist die Plejaden-Energie eingespeichert und es reicht für mich, wenn ich sie in die Hand nehme oder auch nur anschaue. Die steht bei mir auf dem Schreibtisch und ich bin froh, dass ich sie habe. Wir stehen an der Schwelle eines ganz großen Wandels. Wir sind erst am Anfang jetzt dabei. Es ist noch nicht so lange so und es wird auch noch ein bisschen dauern. Und vor allen Dingen bis zum Jahresende gibt es noch mal sehr viele transformierende Energien, die mit denen wir einfach auch ja uns arrangieren müssen, denn wir haben gar keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt durch diese Zeit hindurch. Und ich kann euch eins sagen. Ihr seid alle deswegen hierher gekommen. Ihr seid alle wegen dieser Transformation, wegen dieser Zeit des Wandels auf die Erde gekommen. Deswegen sind wir alle hier. Und auch wenn es jetzt ein bisschen schwer ist, wir werden das schaffen. Gemeinsam sind wir stark, wir werden alles schaffen. Da bin ich mir so sicher. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses schöne Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden. Wer sich dafür interessiert, der Link ist unter dem Video. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema bis zum Jahresende, dass wir noch in dieser ganz großen, intensiven Transformation stecken. Wir haben im Moment diese 14 Tage der Finsternissen um uns herum. Also wir haben auch im November ja noch mal diese Mondfinsternis. Und letztendlich ist diese Zeit die Chance für einen intensiven, für eine intensive Änderung des Kurses, für eine intensive Auflösung und Transformation, tiefes Loslassen und der Neuorientierung. Danach geht es bis Jahresende weiter, nicht mehr ganz so extrem wie jetzt diese 14 Tage, aber es ist noch da. Also die Energie wird nicht weggehen, sondern wir werden, so wie wir uns jetzt fühlen, werden wir das mitnehmen bis zum Jahresende. Wichtig ist es, wenn wir das alles schaffen möchten, dass wir ruhig bleiben, dass wir in der Mitte bleiben und dass wir auch die Dinge anschauen, die sich uns zeigen. Ich hatte in meinem letzten Video erklärt, und da ging es um die Zukunft von Deutschland, dass der Mond im achten Haus steht nach dem indischen Horoskop. Das bedeutet ja, das achte Haus ist ja jetzt wirklich nicht unbedingt positiv, sondern da sind sehr schwierige Transformationsprozesse einfach im Gange und das beeinflusst unser Leben, unser inneres Leben, unser persönliches Leben und unser öffentliches Leben. Vom öffentlichen Leben her ist es so, dass wir zurzeit Politiker haben, die mit unserem Geld nicht gut umgehen. Und das ist genau auch der Punkt, wofür der Mond im achten Haus steht. Er geht mit dem Geld der anderen nicht gut um. Der Mond kann da nichts dafür, das ist einfach die Energie vom achten Haus. Und das bedeutet auch, und da muss ich euch noch was sagen, dieser Mond, der ist seit 2017 aktiv und das dauert 10 Jahre, also bis 2027 ist diese Mondenergie aktiv und bis dorthin werden wir immer wieder Situationen erleben, wo mit unserem Geld gespielt wird, wo nicht gut mit unserem Geld umgegangen wird. Das könnte also auch bedeuten, dass wenn wir zum Beispiel eine neue Regierung wählen würden, dass es dann gar nicht anders wäre, sondern dass es weitergeht mit diesem schlechten Umgang mit dem Geld, weil einfach auch jetzt das achte Haus und die, Entschuldigung, weil einfach auch das achte Haus und die Mondenergie diese Energie bringen, auf die Erde bringen. Jetzt, was bedeutet das für uns? Dass wir für uns selbst unsere Werte überlegen sollten, eine andere Wertigkeit vielleicht mal eingehen, weg vom Geld, weg vom Materiellen, weil das bringt uns dann raus aus dieser negativen Spirale, die sich hier ständig weiter bewegt. Natürlich brauchen wir auch Geld, um zum Leben, das ist schon klar, aber wenn man versuchen würde, aus dem Konsum
ein bisschen mehr sich zurückzunehmen, würde man dem Ganzen auch die Kraft ein bisschen nehmen. Es ist eine sehr schwierige Situation, in der wir sind. Aber, und das ist die ganz große Chance, ihr Lieben, wenn es nicht so schlimm wäre, hätten wir nicht die Chance, dass viele neue Menschen erwachen könnten. Deswegen ist es jetzt gerade so intensiv. Und deswegen ist es eigentlich etwas Schönes, denn wir werden mehr werden. Wir werden immer mehr Lichtarbeiter werden. Und das ist doch ein Geschenk, denn nur so können wir ja in die höheren Dimensionen der Liebe hineingehen. Auch wenn es jetzt eben eine schwere Zeit ist und vielleicht länger dauert, als wie wir uns das alles so vorgestellt haben, ist es dennoch der große Wandel, um etwas Wunderschönes zu erleben, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, lasst euch nicht so sehr vom Außen beeinflussen, sondern bleibt in eurer Mitte. Denkt daran, ich hatte noch ein anderes Video. Ich werde es euch hier oben verlinken. Und zwar hatte ich eine große Energiekugel zur Verfügung gestellt, in die jeder von euch jederzeit hineingehen kann, einfach um sich zu stärken. Denn es ist wichtig, dass wir immer wieder Licht auftanken, damit wir unseren Weg weitergehen können. Und Deutschland spielt einfach eine sehr zentrale Rolle. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Und deswegen ist bei uns dann auch das Chaos manchmal schlimmer als woanders, gefühlt jedenfalls. Deutschland spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem großen Erwachensprozess. Und ihr alle, die jetzt in diesem Moment inkarniert seid, ihr alle, wir zusammen, wir bringen das Neue, das Große, das Gute. Das sollten wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, denn das wird uns stärken und das lässt uns über diese Probleme hinüberschauen. Das lässt uns einfach weitergehen und uns orientieren an das Gute. Und wenn es die Menschen wüssten, würden sie sofort aus dieser Angstmatrix rausgehen und in das positive, wundervolle Quantenfeld der Liebe hineingehen. Es wäre ein Atemzug und sofort hätten wir die fünfte Dimension auf der Erde. Nur wissen das die Menschen nicht. Und das ist so schade. Aber dafür sind wir hier, dafür bin ich hier, um euch das zu sagen. Und ihr dürft dieses Video teilen, damit es auch die anderen Menschen erfahren können. Es reicht eine Neuorientierung, einfach raus aus den Angstszenarien mit einem Atemzug in das positive Quantenfeld hinein. Und schon, wenn es alle tun würden, hätten wir die fünfte Dimension auf der Erde, wären wir in diesem neuen, höheren Bewusstsein, das wir uns alle so sehr wünschen. Das lege ich euch mal ans Herz, überlegt es euch, denkt darüber nach und praktiziert es. Und ich weiß, dass ihr das könnt, dass ihr das alle gerne wollt, was hier geschieht. Also wir werden es schaffen, wir sind starke Lichtarbeiter und wir halten zusammen. Und schön, dass du heute hier warst. Bitte teile mein Video, wenn es dir gefallen hat. Ich lade dich jetzt auch noch ein zu einer wundervollen, schönen Meditation mit dem Auraspray von den sieben Schwestern, mit Aquayana und all den anderen Schwestern. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude dabei. Ich soll diesen Pyritstein jetzt mal in die Hand nehmen, hieß es. Genau. Liebe Menschen des Lichtes, liebe Menschen der Erde, voller Freude darf ich euch einladen zu dieser Meditation, zu dieser Lichtmeditation mit Hilfe von Pyrit.
Und so schließe deine Augen und atme das Licht der Liebe in dich hinein, dehne dich aus und spüre, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Spüre auch das Licht dieser Pyramide, wie es zu dir strahlt, und spüre die Energie der Plejaden. Und so strömt das Licht der Plejaden zu dir, berührt deine Seele und küsst deinen Geist, öffnet dein drittes Auge, um dir zu zeigen, welch ein großartiger Lichtarbeiter du bist. Und so spürst du in dir, in deinem Herzen, dass du jetzt genau richtig bist, an dem Ort, an der Stelle, in diesem Moment, wo du dich befindest. Denn du wirst gebraucht. Und du weißt in deinem Herzen, dass wir alle zusammen so stark sind, dass wir alles zum Besseren ändern können. Und so fließt die Energie der Liebe zu dir, berührt dein Herz, macht dich stark und öffnet dich für die Liebe. Noch mehr Liebe, noch mehr Licht, denn das ist es, was uns stärkt. Und wenn du magst, dann lege nun deine Hand auf dein Herz und spüre deine eigene Liebe, deine eigene Kraft, deinen Frieden. Und so soll der Frieden bei dir sein. Der Frieden, den du weitergibst, allein mit einem Blick, mit einem Augenblick, mit einem Augenaufschlag, wenn du jemand begrüßt. Es ist die Energie des Friedens, welche in dir ruht und welche du überbringst. Gesegnet sei dein Licht. Gesegnet sei deine Liebe. Du bist so unendlich geliebt und du bist das Beste im Ganzen. Und du bist ein helles Licht, getragen von Gottes Liebe. So lass diese Worte noch ein wenig in dir ruhen. Spüre die Energie, wie sie dich ausgleicht und stärkt. Und spüre dieses weiße Licht, wie es dich umgibt und zu dir flüstert: Du bist nicht allein. Gottes Nähe ist bei dir. Und vielleicht spürst du auch all die anderen wundervollen Lichtarbeiter an deiner Seite. Und so gebt euch die Hände und spürt die Gemeinsamkeit im Licht der Liebe, im Licht des Wandels. Und so schreiten wir voran. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Denn die Worte dieser Botschaft tragen die höchste Energie der Liebe, welche dich nun begleiten wird. Und so komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke euch allen. Ich umarme euch. Und wenn es euch gefallen hat und wie ihr gerne wieder die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtet, dann abonniere meinen Kanal und teile das Video. Liked es, schreibt mir unten in die Kommentare, wie es euch gegangen ist, wie ihr euch fühlt, wie ihr jetzt kraftvoll und gemeinsam mit uns allen zusammen den Weg des Erwachens geht. Eine liebe, schöne Zeit für euch.